Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum 14. Spieltag der German Pokémon League Season 4. Heute der dritte Rundenspieltag gegen das Team Schnittlaus und dem Teamleiter Pokebazi. Damit begrüße ich euch erneut zu einem wunderschönen Sonntag und heute gegen einen Spieler, den ich sehr, sehr respektiere und der auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Den wir Pokebazi, leitet das Team Schnittlaus und wir haben ja auch schon in der Hinrunde gegen ihn gespielt. Da haben wir ein sattes 4:0 einrichten können für uns, was aber auch damit zusammenhing, dass wir auch ein bisschen Hex hatten, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten heißt das überhaupt gar nichts, denn zur Rückrunde hat er sein Team auch verändert und es ist um einiges offensiver geworden, als es ohnehin schon war. Deswegen wird es umso gefährlicher heute und wir dürfen uns heute auf einen sehr, sehr offensiven Kampf freuen. Definitiv, denn ich habe auch heute ein bisschen Offensive mitgenommen oder ein bisschen sehr viel vielleicht. Und er, so wie es aussah, auf den ersten Blick auf jeden Fall auch. Dementsprechend bin ich heute sehr, sehr gespannt, wie es laufen wird. Wie gesagt, Hinrunde war 2:4:0. Mal schauen, wie wir jetzt weitergehen können, denn Bazi ist ja aktuell unter uns in der Tabelle. Er braucht dringend diesen Sieg auf jeden Fall, sonst wird er weiterhin da unten verweilen. Aber wir brauchen ihn auch, denn wir sind ja aktuell immer noch auf den 8. Platz, seitdem wir letzten Spieltag ja gegen Regi gewinnen konnten. Da war ja noch so, dass wir 3:0 gewinnen konnten, aber wir konnten leider nicht von der Platzierung aufsteigen. Kann aber passieren, dass es jetzt passieren wird, wenn wir jetzt gewinnen. Denn wir sind jetzt schon seit der halben Ewigkeit auf Platz 8 und konnten jetzt endlich mal ins Mittelfeld aufrücken, so ein bisschen von den Platzierungen her, auch von der, also von der Punktzahl her natürlich. Das heißt, wenn mein Typ oder Captain Cringe jetzt verlieren sollten, können wir sogar an ihn vorbeiziehen, aber nur, wenn wir ihn gewinnen. Aber auf jeden Fall können wir uns somit auch weiterhin von unten her weiter den Abstand sichern. Und das soll heute auch passieren. Wir schauen auf jeden Fall mal, was heute so hier im Kampf ansteht. Wir haben heute dabei Cobalion, Black Heron, Z-Voltolos I, Mega Sherox, Felinara und zum ersten Mal dabei Turtok. Erinnert mit Nil Crossmar, Mega Aerodactyl, Deponiklox zum ersten Mal, glaube ich, Logok, Z-Zoroark und Zapdos. Auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team, auf das ich mich dementsprechend vorbereitet habe. Link unten in der Videobeschreibung geht es wiederum zum Team-Video, was ihr euch auf jeden Fall dringend anschauen solltet. Auch das von Pokeballs übrigens. Er hat nämlich auch eins aufgenommen wiederum für sich, was vor dem Kampf stattgefunden hatte. Denn ihr müsst wissen, mein Teambuilding habe ich aufgenommen, nachdem wir schon bereits gekämpft hatten, was nicht anders ging, weil meine Lampe kaputt war. Deswegen war meine Beleuchtung nicht allzu gut. Deswegen auf jeden Fall nicht so schlimm. Ich weiß, wie der Kampf dementsprechend ausging, aber wer weiß, vielleicht war es ja trotzdem ein sehr, sehr spannender Kampf. Wir werden sehen. Schaut auf jeden Fall noch bei mir im Pokébazi so vorbei, denn er hat den Kampf live aufgenommen. Und da könnt ihr auch nebenbei sehen, wie seine Gedankengänge so waren. Aber egal, Leute, ich würde sagen, wir starten mit dem 14. Spieltag heute gegen Bazi mit einem hoffentlich spannenden und vor allem auch hexfreien Kampf. Viel Spaß! Und wie gesehen habt, ich starte hier mit meinem Lied Cobalion, eher mit Necrozma, was auf jeden Fall schon mal eins sagt, und zwar Tarnsteine. Ich habe ja gesagt, ich brauche ganz, ganz dringend die Tarnsteine gegen ihn, weil die sehr, sehr gut sind. Vor allem auch wegen Zoroark, was sich ja hier in diesem Kampf als Zapdos tarnen wird, haben wir schon in der Team-Review gesehen, was ich aber im selben Kampf noch nicht wissen konnte. Deswegen sind die Tarnsteine ganz, ganz wichtig, die ich hier gegen Necrozma rausholen kann. Er kennt mir offensiv nicht allzu viel, dachte ich mir. Und wir sind auch schneller auf jeden Fall, können Tarnsteine rausholen. Aber ich konnte es mir bereits denken, was er machen wird. Natürlich wird er sie ebenfalls rausholen, denn gegen mein Team sind sie ebenfalls sehr, sehr gut. Ich kenne sie aber auf jeden Fall wegspinnen mit meinem Turtok. Er könnte tatsächlich Defog auf Zapdos spielen, wenn er es wirklich mitspielen möchte. Aber es wird sich noch zeigen. Jedenfalls gehe ich jetzt heraus, weil ich offensiv nicht so viel gegen Necrozma machen kann. Gehe auf Voltwechsel und sehe schon, aha, das Ding hat definitiv KP-Investment, sonst würde er nicht so wenig Schaden bekommen. Und ich gehe jetzt in Wave, was wiederum mein Turtok ist. Und hier erstmal wieder die Tarnsteine wegspinnen soll. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ich möchte hier mit Voltwechsel und Black Heron auf jeden Fall reinkommen. Er drückt Toxin und das geht daneben. Das halt war super, dass er plädiert hatte, dass ich rausgehe, weil es hätte gegen Cobalion nichts gemacht. Aber dass es hier daneben ging, war schon echt ärgerlich, weil offensiv wird er nichts machen können gegen Turtok, so wie es aussieht. Das zeigt ja schon, dass er definitiv ausgelegt werden sein muss mit Tarnstein und mit Toxin. Was anderes wird er wohl nicht spielen können, vermutlich. Deswegen trifft jetzt das Toxin. Ich kann Turbodreher drücken. Meine Tarnsteine sind auf jeden Fall weg, was wichtig ist. Und jetzt kann ich auf jeden Fall safe ein Pokémon reinholen, was dann das definitiv dann schadenfrei dann hier reinkommen kann. Er zeigt auch die Überreste, was mir umso mehr versichert, dass er defensiv sein muss und vermutlich auch physisch defensiv, so wie eben der Schaden auch zu sehen war. Aber na gut, ich kann jetzt nicht so länger drin bleiben, weil ich sonst immer wieder Toxinschaden bekomme. Und sehe jetzt die Chance, in Chelsea zu gehen, mein Felinara, was hier komplett Specs und Spezialoffensiv gedacht ist. Er hat hier wieder super predicted, er wusste, dass ich rausgehe und geht ja wieder auf den Toxin. Also echt gut gespielt bisher von Bazi, muss ich sagen. Und da war ich schon ein bisschen bedrängnis, weil Chelsea ist ein sehr, sehr wichtiges Mon in der Offensive. Kann mit Schallwelle unglaublich viel Damage drücken. Und wird hier auf jeden Fall seinen Schaden machen, auch wenn Necrochat sich schon langsam wieder hochheilt. Ich kann mit Schallwelle ihn auf jeden Fall tooten, dachte ich mir. Aber so langsam wird Toxin mich dann immer wieder hinraffen, was nicht so nice ist. Aber er geht raus und das zeigt mir auch, dass er keine Catwind in diesem Set hat, weil er sonst hätte er sonst wahrscheinlich auch eingesetzt. Und geht in sein Depotox zum ersten Mal, wo ich mir dachte, okay, das Ding ist wahrscheinlich doch defensiv, weil Schallwelle könnte trotzdem recht viel Schaden machen, auch auf einen Gift-Pokémon seinerseits. Schallwelle kommt, gespeckt mit mäßigem Wesen, aber macht maximal ein Drittel tatsächlich, weil er die Offensive ist das Spiel tatsächlich. Das heißt, er hat ja auf jeden Fall defensives Investment auch mit dem KP. Das heißt, ich kann ihn nicht wundern, weil eine Schallwelle
zu wenig Schaden machen wird. Ich hätte hier predikten müssen eigentlich und auf eine Kraft des Boden gehen sollen, aber ich habe jetzt nicht mit der Offensive gerechnet tatsächlich. Geht deswegen jetzt hier in Xerox, weil ich hier einen Giftattacke abfangen wollte. Aber er predicted schon wieder und geht auf die Kraft des Feuer, was nicht so nice war. Deswegen musste ich hier drin bleiben und dachte mir, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich leider auch meinen Xerox opfern, weil es macht jetzt nur noch was eigentlich gegen Aerodactyl, weil die Tarnsteine würden ja Schaden machen, Patronenhieb würde auch auf jeden Fall ausreichen, aber gegen das Matchup gegen Aerodactyl habe ich noch Kobalion, deswegen dachte ich mir, komm, kann ich hier Xerox wegwerfen, geh nochmal auf Patronenhieb, um noch ein Stück viel Schaden zu machen. Er allerdings wird jetzt hier overpredicten und geht auf die Matschbombe, was keine Wirkung zeigt. Das hätte nämlich auf Kirum gehen sollen, laut seiner Prediction. Er hat auch bis jetzt richtig gut predicted, aber das war jetzt eine entscheidende Overprediction, deswegen ist Xerox weiterhin da, kann ihn rausnehmen und jetzt kommt auch noch Finalschlag noch mit dazu. Ich habe ehrlich gesagt mit der Bruchrüstung eher gerechnet, deswegen war ich nicht so ganz sicher, ob ich auch wirklich auf Patronen gehen sollte. Aber er zeigt mir Finalschlag, ich überlebe also gerade noch so. Und er kann jetzt dementsprechend safe in Zapdos gehen. Aber Xerox lebt dann noch, also warum nicht aufbewahren, weil ich hier noch so einen starken Patronen noch mit auf meiner Seite habe. Wenn ich eh noch jetzt eine Feuertacke erwarten kann. Deswegen gehe ich jetzt wiederum safe in Kirum, weil ich hier auf jeden Fall alles von Zapdos tanken kann. Und die Tarnstellen sind ja weg, das heißt, ich kann auch wunderbar hier mit KP rauskommen. Aber er ist jetzt tatsächlich wieder auf Ruhrort gegangen. Was mir auch sagt, okay, er hat anscheinend keinen Defog in seinem Set, weil das hätte er sonst mit Sicherheit eingewechselt. Oder eingesetzt, weil Xerox kann auch offensiv gegen sein Zapdos nichts machen. Ich habe jetzt tatsächlich overbitted, dachte mir, okay, er wird jetzt wahrscheinlich rausgehen. Geh auf den Draco Meteor. Er blieb aber leider drin, was sehr, sehr schade war, weil Draco reicht nicht aus, um ihn zu two-hitten. Würde sowieso nicht, weil ich einen Death-Drop kriege, den Angriffsflop. Und auch darauf hatte Toxin, was ein bisschen blöd war. Ich hätte jetzt auf jeden Fall safe auf Eisstrahl gehen können, um ihm damit wahrscheinlich auch zu two-hitten. Denn ich habe auch schon am Schaden gesehen, er muss hier komplett speziell defensiv sein. Anders kann er dieses Zapdos nicht spielen. Also bisher ein sehr, sehr defensives Team mit dem Crossmar, mit dem Puntox, mit der Offensivfeste und mit Zapdos speziell defensiv. So muss ich jetzt leider rausgehen. Wäre ich lieber auf Eisstrahl gegangen, wäre das viel, viel besser gewesen. Deswegen auf jeden Fall Missplay meinerseits. Ich wechsle hier auf jeden Fall jetzt aus in Voltolos. Er kann nochmal Ruhe einsetzen, weil es war klar, dass er jetzt einsetzt. Und ich muss auf jeden Fall rausgehen, weil ich kann jetzt erstmal schauen, wie viel Schaden ich machen kann. Denn ich kann es auf Ringgeschmied drücken. Ich dachte mir schon, er könnte jetzt rauswechseln wahrscheinlich, weil ich bin auf jeden Fall schneller, wenn er defensiv ist. Das heißt, ich kann hier sicher Ringgeschmied drücken und meinen Spezialangriff verdoppeln. Er geht jetzt aber auf Ladungsstoß, womit ich nicht gerechnet hatte, dass er sowas drauf hat, wenn er schon defensiv ist. Und das macht echt viel Schaden, habe ich echt unterschätzt. Weil ich mir dachte, okay, wird auf Voltwechsel gehen vielleicht oder auf eine andere Attacke, weil er ist ja defensiv, er wird nicht viel Schaden machen. Jedenfalls, mit dem Plus 2 kann ich viel, viel Damage mit dem Donnerblitz machen. Reicht nämlich, wird auch zum Turret reichen. Und er geht jetzt in diesem Fall auf einen weiteren Ladestoß und macht mir echt viel Damage. Und ich dachte mir schon, okay, ihr werdet Zapdos noch behalten wollen. Er muss jetzt hier rausgehen und geht jetzt in Sanji, um das zu opfern, so wie es aussieht. Jetzt die Frage, ist das denn das wirkliche Sanji oder ist das das Zoroark? Denn bisher haben wir Zoroark auf jeden Fall noch nicht gesehen. Zapdos war es auf jeden Fall nicht. Das Zapdos, das Original war, haben wir schon im Ruhe sehen können. Und jedenfalls geht dieses Logok auch von diesem Voltolos mit einem Voltwechsel down. War auf jeden Fall nicht das Zoroark, er wäre sonst als Zoroark gestorben und nicht als Logok. Das ist nochmal als Hinterkopf verhalten. Logok ist auf jeden Fall tot und Zoroark lebt noch. Jedenfalls könnte ich jetzt hier safe in mein Kobayon gehen, weil es auf jeden Fall schneller ist. Und er nutzt die Chance auf jeden Fall jetzt, um in Nikoshell zu gehen. Mir war klar, was er macht. Ich muss dementsprechend jetzt auf Voltwechsel gehen, weil mir jetzt klar war, dass er die Tarnsteine rausholen muss. Denn ich habe Xerox total angeknackst und auch Voltolos. Die beiden würden auf jeden Fall an den Tarnsteinen sterben. Deswegen dürfen die auf jeden Fall nicht rauskommen. Aber ich dachte mir schon, dass er wahrscheinlich predigt, dass ich auf mein Totok gehe. Geht jetzt auf jeden Fall die Tarnsteine, aber ich muss jetzt die Chance auch nutzen, dass ich mit Filinare viel Damage drücke, weil ich habe eben noch die Schallwelle und so die Puntux ist ja weg. Das heißt, mit Schallwelle kann ich hier viel, viel Damage einrichten und ihn vielleicht sogar two-hitten, wenn ich das so richtig sehe. Leider kriege ich nie bei Toxin-Schaden, das ist mir auch bewusst gewesen, aber ich musste dieses Nikoshell wegkriegen, weil dann kann ich auf jeden Fall mit meinem Kyurem hier genug Schaden machen, um durch den Teamplay durchzugehen, man weiß es nicht. Aber er zeigt mir auch leider schon sein Morgengrauen, was gar nicht mal so nice ist, denn Schallwelle, wir werden gleich auch sehen, wie viel Schaden das macht. Kommt jetzt, wie gesagt, ist ja auf Maximum Spezialangriff mit dem Specs und das reicht, um ihn zu two-hitten tatsächlich. Das Problem ist eben nur, er kann mit Überresten und mit seinem Morgengrauen sich wieder hochheilen. Er ist ja auch schneller und ich kriege so langsam immer mehr Toxinschaden, was nicht allzu nice ist. Im Nachhinein werde ich auf jeden Fall das Matchup gewinnen, das ist ganz, ganz safe, ganz klar. Aber ich kriege dann nach und nach so viel Schaden, dass ich leider nicht mit Filinara weiterhin Pokémon besiegen kann. Geht auf jeden Fall jetzt nochmal auf Morgengrauen. Kommt auf 75% KP. Wenn ich ihn jetzt critte, wird es sogar reichen. Ganz, ganz safe. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich ja sogar mal die Max-Flow und kann ihn jetzt rausnehmen. Schallwelle kommt, Schallwelle trifft und er überlebt das ganz, ganz knapp mit ein paar KP. Es war echt sehr, sehr ärgerlich. War vielleicht ein Roll, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Auf jeden Fall haben die Überreste hier ihm geholfen. Sonst hätte ich hier noch gut dagestanden auf jeden Fall. Also mit der Hälfte KP, aber es macht in der Hinsicht trotzdem nichts aus, weil er kann dann auch auf jeden Fall safe in Aerodactyl gehen und mich dann rausnehmen. Deswegen ist es kein Geheimnis, dass er jetzt hier down geht. Macht jetzt aber die Kraft zur selben Welle, die Kraft zur selben Folge gewesen. Übrigens gegen Xerox und gegen Kobalion. Und ich kann es in den Crossman mit Schallwelle rausnehmen, was schon mal wichtig war. Denn damit kann mein Kyurem jetzt hier ordentlich Damage auf jeden Fall rausholen.
Ich habe nochmal richtig schön Toxinschaden, bin auf niedrigen KP und ich muss es jetzt leider aufhören, weil ich habe mit Felina keine weitere Verwendung. Er geht in sein Chemie, hat die Anspannung auf jeden Fall, das sagt uns auf jeden Fall aus, dass er das richtige Algodatür ist, auch allein schon vom Tarnsteinschaden, das heißt, er ist auf jeden Fall kein Zoroark und er kann sich dementsprechend auch megern. Also weiterer Punkt dafür, dass er auf jeden Fall das Original ist und er wird mich jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Ich habe ja schon mit dem Erdbeben gerechnet, weil das auf jeden Fall sicher auch trifft. Und jetzt muss ich auf jeden Fall gleich in Totrock gehen, weil ich muss diese Tarnstelle wegkriegen. Voltolos und Scheros dürfen die nicht weiterhin abbekommen. Er hat dem kommt, Chelsea geht, hat auf jeden Fall hier seinen Job gemacht. Hätte vielleicht noch mehr machen können, aber das Toxin war leider auf mir drauf und Necroshade hat dann sonst viel zu viel tanken können. Jetzt kommt auf jeden Fall mein Totrock, was ja auch toxinisiert ist. Ich kann auf jeden Fall eine Steinkante tanken und dann auf Turbodreher gehen, aber keine zwei Steinkanten. Deswegen kommt jetzt die Steinkante und die misst auch noch. Es war so ärgerlich. Die hat nämlich tatsächlich gemerkt, jetzt kann ich den Turbodreher auf jeden Fall sicher drücken und die Tarnstelle entfernen. Die kommen auch jetzt nicht mehr wieder, weil er keine Tarnstelle mehr im Set hat. Und das ist eben wichtig. Ich kriege wieder Toxinschaden. Und ja, er muss jetzt auf jeden Fall auf zwei weitere Steinkanten gehen. Die nächste Steinkante kommt nämlich jetzt. Die trifft jetzt auch endlich mal und macht viel Damage. Aber jetzt schaut auf meine KP, Leute. Ich bin unter 33%. Seht ihr, was da kommt? Und eine Fähigkeit, die wir alle nur zu gerne vergessen. Ich habe Sturzbach natürlich drauf. Deswegen hat jetzt diese Seewässer auf Aerodatür gereicht, damit haben wir nicht gerechnet. Ich habe das auch zuerst ausgelernt, dass ich dachte, oh mein Gott, wieso macht sie der Wasser denn so viel Schaden? Weil ich hätte das auch so auch nicht auf jeden Fall rausnehmen können, weil Scherox dann noch gelebt und hätte damit Patroni dann auf jeden Fall nur Schaden gemacht. Aber na gut, sein Pokémon ist jetzt besiegt und ja, er geht jetzt in Zapdos, was mir jetzt nochmal zeigt, dass er die gute Heiling-Move-Beere hat. Und zwar Mago-Beere. Das heißt, er kann sich auf jeden Fall jetzt hochboosten, was ich auch gemacht hätte, weil er muss mich jetzt einfach nur an Toxin sterben lassen. Er muss jetzt nicht auf die Elektro-Tacke gehen und sich einfach hochheilen. Deswegen wird Turbo-Tock jetzt auf jeden Fall gehen. Setze aber nochmal Eisstrahle ein und ich freeze tatsächlich. Im letzten Move, den Turbo-Tock hier in diesem Auftritt, in seinem allerersten Auftritt, wo bemerkt, drückt, ist der Eisstrahl und er kann ihn freezen. Und damit mit erhobenem Haupt kann Turbo-Tock jetzt hier die Bühne verlassen. Das war echt richtig bitter, denn jetzt hat er keine Chance mehr. Er hat jetzt nur noch sein Zapdos und noch sein Zoroark. Und ja, Leute, ist jetzt kein Geheimnis. Ich bin ja halt jetzt auch schneller und kann mit Eisstrahl hier viel, viel Damage drücken. Ich muss jetzt keinen Draco mehr drücken, auf jeden Fall. Und ihr seht, wie viel Schaden das macht. Hätte ich Eisstrahl vorher gedrückt, wäre das gar kein Problem mehr gewesen. Er ist weiterhin eingefroren tatsächlich. Und es ist schon ein Meme genug, dass ich Zapdos, dass ich sein Pokémon einfriere, Pokebazi, der ja eigentlich auch schon als Freeze-König hier bekannt ist, als seitdem Zinn leider gegangen ist. Aber was soll's, er verliert jetzt leider hier auch wiederum sein Zapdos. Das heißt, er hat jetzt nur noch sein Zoroark übrig, was ich nicht mehr tarnen kann. Ich krieg weiterhin Toxinschaden. Jetzt ist die Frage, was er für ein Item spielt, ob er tatsächlich ein Z-Item trägt und dem ich dementsprechend hier rausnehmen kann. Er ist ja so oder so schneller mit seiner Initiative auf jeden Fall. Und hier kommt sein Finspec mehr hin. Kriegt nochmal Tarnsteinschaden, was mir sagt, okay, ich kann auf der Range auf jeden Fall mit einem Eisstrahl ihn besiegen. Aber er zeigt mir auch, er hat keinen effektiven Z-Angriff mehr gegen mich drauf. Er hat in der Hinsicht auch sogar mit einem Scarf gerichtet meinerseits, deswegen ist er auch auf Abschlag gegangen. Aber ich bin kein Scarf, ich hatte die Tyrirobeere drauf gegen sein Ditto. Kann mit Eisstrahl natürlich auch sein letztes Mon rausnehmen und gewinne diesen Kampf jetzt hier mit einem satten 4:0. Alter Schwede, wir haben uns vor dem Kampf auf ein hexfreies Match geeinigt, dass wir das auf jeden Fall irgendwie in diesem Kampf uns wünschen würden. Aber Leute, Toxin-Miss, Tarnstein-Miss, Steinkanten-Miss meine ich natürlich und noch der Freeze auch noch auf seiner Seite, war echt ärgerlich und ich konnte mal wieder ein 4:0 gegen ihn rausholen. War auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Kampf. Natürlich war zu erwarten, dass es auch so rauskommt, wenn wir einen so offensiven Kampf erwarten dürfen. Aber alter Schwede, Leute, die Hex hätten nicht unbedingt sein müssen. Ich meine, Toxin auf Turtok war schon echt ärgerlich, weil er hätte schon mal eine Runde Toxinschaden vorher kriegen können. Ich hätte mit Turtok das dann doch trotzdem noch überlebt, also die Steinkante von seinem Aerodatyl. Was trotzdem ärgerlich gewesen wäre, weil er hätte eben zuvor schon mit der Aerodatyl den Steinkante treffen können, um eben Turtok schon vorher rauszuholen, bevor ich mit Siederwasser das Aerodatyl rausnehme. Hat trotzdem nicht gemeldet im Endeffekt, weil da hätte ich immer noch Patronenhieb auf jeden Fall von Scherox gehabt, um dann eben auch sein Aerodatyl rauszunehmen. Dementsprechend im Nachhinein kein weiteres Problem. Auch dann, dass der Miss halt von der Steinkante war zwar ehrlich und auch der Freeze, aber auch der hat nicht weiterhin gemeldet. Klar, Turtok wäre so gestorben natürlich und dann wäre Zapdos noch nicht eingefroren gewesen, aber ich hätte dann im Nachhinein mit Kyurem dann auf jeden Fall Eisstrahl drücken müssen. Ich hätte ihn getootet und er hätte sich natürlich mit Ruhrort weiterhin hochheilen können, aber nicht auf lange Sicht. Irgendwann hätte ich ihn besiegt und klar, ich hätte dann natürlich noch Toxinschaden bekommen, weiterhin auf Kyurem, das
Zorak wahrscheinlich dann auch Kyurem noch rausgenommen hätte, aber dann war es nur eben ein Unterschied der Differenz. Das heißt, ich hätte vielleicht mit 2 oder 3-0 gewonnen, aber die Hacks waren eben dann nicht mehr so entscheidend tatsächlich, so wie es aussah. Trotzdem, ein sehr, sehr starker Kampf. Hat mich sehr gefreut, dass wir gewinnen konnten, denn das war jetzt auf jeden Fall kein Auto-Win, wie ich fand. Er hat sehr, sehr stark gespielt, gerade am Anfang. Dachte mir so, scheiße, er hat 3-mal super stark predicted, echt stark, aber dann kam dieser eine Misspredict seinerseits und sein Depotetox ging dann an Xerox zur Runde. Was eben kein wichtiger Missbedingt war, wenn ich ehrlich bin. Aber eben, naja, was soll man sagen? Es ist halt Pokémon, auch mit den ganzen Hacks. Was soll man tun? Er hat stark gespielt, aber ich habe ihn dann am Ende halt outplayen können, so wie ich eben meinen Spielzug machen konnte. Und dementsprechend auch gerecht gewonnen. Aber was soll's, Leute? Das ist halt Pokémon. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei dem Pokémon selber vorbei. Er hat ja den Kampf live aufgenommen und schaut auf jeden Fall mal rein, wie er so seine Gedanken gerne formuliert hatte. Ansonsten haben wir jetzt 21 Punkte, haben jetzt die Chance, auf jeden Fall sogar auf einen weiteren Platz weiter oben aufzusteigen. Kommt natürlich darauf an, wie die anderen gespielt haben. Dementsprechend verweise ich jetzt auf die anderen Kämpfe dieses Spieltages. Schaut auf jeden Fall mal rein, wie die anderen gespielt haben. Ansonsten wünsche ich noch viel, viel Glück seitens Pokebarzi, dass er sich noch aufrechnen kann, auch weiter aufzusteigen, weil es kann gut sein, dass er jetzt sogar vielleicht auf dem letzten Platz landet, wer weiß. Man weiß es nicht. Es kann gut passieren. Kommt darauf an, wie die anderen spielen. Deswegen wünsche ich Barzi weiterhin viel Glück, denn ich möchte ihn weiterhin in dieser Liga behalten eigentlich, weil er trotzdem ein sehr sympathischer Spieler ist. Und alles Weitere, es wurde ja auch gesagt, nicht nur bei Barzi, auch bei anderen Spielern, dass viele Kommentatoren, also viele Zuschauer von euch, sagen, sie sind nicht so mit den Leistungen von einigen Spielern zufrieden. Es kann immer gut mal sein, dass man Missplayed macht. Der liebe Barzi hat heute super gespielt und er kann mal wieder auch Spielzüge machen, die ihm nicht so gut sind. Auch ich habe die gemacht in dieser Season. Und ich weiß, es wird auch nicht die letzte Niederlage gewesen sein gegen Levius, dass wir noch weiter mal verlieren werden, vielleicht auch durch einen Missplay oder so. Auf jeden Fall kann jeder Spieler mal schlecht spielen, es kann gut mal sein. Und deswegen erwartet nicht immer so viel von jedem Spieler. Das kann gut sein, dass man auch deswegen mal einen Kampf verliert. Deswegen bitte, es ist immer noch eine Liga, ein Turnierformat, wo jeder mal gewinnen und verlieren kann. Deswegen bitte weiterhin viel Spaß bei der GPL haben. Das wollte ich nochmal nebenbei gesagt haben, weil mir das letztens aufgefallen ist. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Schaut auf jeden Fall bei den anderen mal vorbei. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder gegen den lieben Present LP und sein Team Precani um 12 Uhr. Und der hat ein sehr, sehr starkes Team mittlerweile, das schon vorher sehr stark war, aber umso schlimmer wird wahrscheinlich der Kampf sein, aber ich bin schon sehr gespannt, wie er ausgehen wird. Schaut auf jeden Fall nächste Woche dann gegen mich, bei mir, gegen Present vorbei und wünsche mir da weiterhin viel Glück im Laufe der GPL. Bis dann und auf Wiedersehen!